Frau an der Kasse lächelt mich noch freundlich an. Nach Dienstschluss wird der Laden für immer dicht gemacht. Ab dem nächsten Morgen braucht man sie nicht mehr. Sie wird abgestoßen, ausgesetzt, ihr Platz bleibt für immer leer. Und alle tun ganz entsetzt, Politiker und Gewerkschaftsbosse spielen Superhelden. Was folgt, sind Verhandlungen um das gute alte Geld. Zur Rettung von Arbeitsplätzen geben sie sich als Mensch von Welt. 15 Jahre hat sie in diesem Laden die Stellung gehalten, hat Kunden beraten, an guten und an schlechten Tagen. Nun ist die letzte Schicht endgültig vorbei. Ab morgen läuft es anders lang, ihr listet in so einer Arbeitsamtsdatei. Sie hat noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Doch ein bisschen freut sie sich darauf. Jetzt ist Platz für Familie in ihrem Lebenslauf. Vielleicht erfüllt sich auch ihr Traum und sie macht ein kleines Café auf, aber jetzt noch nicht. Vielleicht später, irgendwann, aber jetzt noch nicht. Ausgegrenzt im eigenen Land. Die Frau an der Kasse, plötzlich vogelfrei. Sie weiß, sie darf nicht resignieren und ist auch ganz viel Angst dabei. Ich wünschte, ihr Traum verzieht in die Wirklichkeit. Ein kleines Café gibt seinen Gästen einen Platz von Wärme und von Menschlichkeit.